Das kleine Dorf Marmagen in der Eifel, 1600 Bewohner, der Schwarze Komplex, eine ehemalige Reha-Klinik. Seit kurzem leben hier über 700 Geflüchtete. Dieses Dorf muss also mit fast 50% Zuwachs an Fremden klarkommen. Wie das Zusammenleben funktioniert, will ich hier herausfinden. Wie ist die Stimmung hier in Marmagen? Wir sind ein bisschen betrogen worden hier, der Ort Marmagen. Anfangs ist uns gesagt worden, es kämen Ukrainer hierhin. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Jetzt haben wir Flüchtlinge, arme Leute hier aus 3, 4, 5 verschiedenen Ländern. Der 82-Jährige ist enttäuscht, sagt er mir. Mit einem so großen Durchgangslager haben sie hier nicht gerechnet. Nur 500 Meter Luftlinie davon entfernt, der Kiosk. Hier treffen sich Geflüchtete aus wirklich vielen Ländern wie Marokko, Türkei, Afghanistan und Syrien. Viele Nationen und verschiedene Kulturen. Wie ist die Stimmung bei Ihnen hier? Im Dorf merken wir tatsächlich so ein bisschen, dass sich zwei Lager rausbilden. Zu welchem Lager gehören Sie? Wir sehen das als unsere Verpflichtung an, Menschen aufzunehmen. Das sind so viele junge Männer und alle jungen Männer wollen genau dasselbe wie auch unsere jungen Männer. Ne? Und wenn die an keine Frauen drankommen, ich weiß nicht, wie die Stimmung sich dann irgendwann hochschaukeln könnte. Ich merke, die Flüchtlinge sind das Thema im Dorf, gerade weil vor ein paar Tagen die neue Polizeistatistik veröffentlicht wurde. Seit Anfang des Jahres 63 Straftaten im Dorf, ein sehr großer Anstieg und 23 davon in der Unterkunft. Also es ist schon soweit, mein Sohn geht hier in die Schule und wir lassen ihn nicht mehr alleine nach Hause gehen. Besorgt ist auch Sigrid Jansen. Sie berichtet, ihr Mann sammle die Schnapsflaschen der Geflüchteten ein. Es ist nicht damit getan, dass man hier 700 Flüchtlinge aufnimmt, färscht die da oben rein und überlässt sie sich dann ihrem Schicksal. Ich will zur Flüchtlingsunterkunft und lade sie ein, mitzufahren. Frau Jansen ist bereit, mich zu begleiten. Ich spreche Persisch und bin mit einem iranischen Paar verabredet. Ahmad ist Architekt und Dalia Lasertechnikerin. Wie ist die Meinung denn hier zu diesem Etablissement? Also zum einen ist das eine saubere Unterkunft und eine gute Unterkunft. Die Leute sind, die Bediensteten sind nett, Security ist nett. Das Problem ist, dass zu viele Leute aus verschiedenen Nationen mit verschiedenen Kulturen zusammengekommen sind. Sie sind sehr eng beieinander. Wenn die alle so wären wie die zwei, dann wäre das ja gar kein Problem. Ja, wir müssen schon mal unter die Spur, genau. Aber es sind nicht alle so, das wird mir beim Treffen mit Bürgermeister und Ortsvorsteher schnell klar. Auch sie fühlen sich überfordert. Als ich zu ihnen kam, da waren die jungen Männer dort, die sofort auf mich zukamen und mit Translator was sagen wollten. Vielleicht kann ich mal kurz fragen, ob sie mit ihnen reden wollen. Familien halten zusammen, hier gibt es jeden Tag Kämpfe. Wir erleben diese Ereignisse jeden Tag. Das sind die Kämpfe. Und wenn man jetzt auch Bilder sieht, muss man sich auch fragen, wie menschenwürdig ist eine Unterkunft mit 700 Leuten, die pickepacke voll ist, die als Notunterkunft auch reduzierte Betreuungsangebote hat und die natürlich dann auch eine fast nicht handelbare Auswirkung auf einen Ort hat, wie Marmagen. Und der Wunsch wäre eigentlich, auf 200-300 zu reduzieren. Das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben, denke ich. Ihr Plan jetzt? Mehr Polizeipräsenz, Bürgersprechstunden und Freizeitaktionen. Zurück im Dorf. Ich begegne Sanaz Amiri aus dem Iran mit ihrem Baby, Ehemann und Mitbewohner. Seit 3 Monaten in Marmagen. Am Dorfplatz kommt Bruno Schmidt dazu. Ihn hatte ich ja heute Morgen gesprochen. Auch hier das Thema, die wenigen Flüchtlinge, die sich nicht an Regeln halten. Also sie sagt, natürlich wissen wir, dass auch sowas hier passiert ist, aber das ist eine Minderheit und dann werden wir alle Geflüchteten in einen Topf geworfen. Und dann sieht er plötzlich das Baby. 21 Tage alt. Wie viel? 21 Tage alt. Hier geboren? Oh. Oh. Wonderful. Wir finden uns ja damit ab, dass das auch noch einige Monate, vielleicht auch einige Jahre noch andauert. Ne? Also müssen wir uns arrangieren, wir müssen zusammenleben. Ne? 2 Tage bin ich jetzt in Marmagen gewesen. 2 Tage, die mir gezeigt haben, viele Bewohner meinen es ja gut. Aber über 700 Flüchtlinge,
Da droht die Stimmung einfach zu kippen. So nimmt man die Menschen nicht mit.